Guten Tag, heute gibt es ein Tutorial zu einem neuen Export für den 3DS, der von Louis Goyama veröffentlicht wurde. Und zwar nennt sich das Ganze NimDSP Hex. Und das handelt sich hierbei um eine neue Version von NimHex, wo ich damals vorgestellt habe. Nur fungiert er nicht mehr als Tool zum Dumpen der Mufulbit.c, sondern als neues Tool zum Ausführen von RGB Hex, also dem Kernexport für den 3DS Version 11.7-50. Der dann schlussendlich die Installation einer Custom-Firma bzw. die Ausführung von SafeBNOS-Installer ohne Unsafe-Mode ermöglicht. Und das Ganze nutzt hier das HTTP-WN, hier, was mit 11.4 eigentlich gefixt wurde. Jetzt hat man aber eine Version veröffentlicht, die auch auf neue Version funktioniert. Dann hier NimHex im NimSystem-Modul, was in 11.8 eingeführt wurde. Das Ganze funktioniert auch nur ab Firma 11.8 oder neuer. Der eigentliche Exploit, wo wir hier haben, ist DSP-PWN im DSP-System-Modul, was in der Firma 11.1.0-34 eingeführt wurde. Aber da man NimHex dafür braucht, funktioniert das Ganze nur ab 11.8 bis zur neuesten Version 11.17 zum Zeitpunkt des Videos. Übrigens, der 3DS ist hier auf der neuesten Version 11.17-50. So, was ihr eigentlich dafür braucht, ist eigentlich ein 3DS und eine SD-Karte sowie eine Möglichkeit, den Home Launch auf dem 3DS auszuführen. Dazu zeige ich euch oben in der Playliste verschiedene Exploits, wo ihr dann halt den Home Launch ausführen könnt. Einfach dort danach schauen. Wenn ihr es dann habt, könnt ihr auch schon auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und dort dann hier die neueste Version vom NimDSPX herunterladen. Hier die ZIP-Datei. Die laden wir uns einfach mal hier runter. Dann müssen wir das noch entpacken. Also könnt ihr zum Beispiel jetzt den ZIP benutzen oder auch euren Dateien-Explorer, wenn das euer PC unterstützt. Dann müsst ihr es halt hier nehmen. Und weil ich denke, dass ihr den Home Launcher schon installiert habt, müsst ihr die hier an 3DS-Ordner Root eurer SD-Karte haben. Da geht ihr einfach rein und fügt dann hier den Ordner von NimDSPX hier ein. Ersetzt die Dateien, falls sie schon existieren, damit ihr die neueste Version drauf habt. Wie ihr seht, habe ich das schon mal ausprobiert und somit habe ich den Ordner schon auf der SD-Karte drauf. Dann müsst ihr hier den Ordner NimDSPX hier auf der SD-Karte besitzen. Und was ihr noch braucht, ist hier den SafeBNOS Installer, das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Einfach hier auch hier runterladen, auch entpacken. Und dann könnt ihr euch einfach hier die BIN-Datei hier nehmen, nicht die DAT oder Firmen, sondern nur die BIN. Die könnt ihr nehmen und zwar auch auf eure SD-Karte. Nochmal eure SD-Karte öffnen. Dann hier habt ihr das Root-Verzeichnis, also hier wo die Root.firm und so drin ist. Einfach hier dann einfügen. Wie ihr seht, habe ich die schon drauf und deshalb aktualisiere ich die jetzt einfach mal. Und was ihr euch noch holen könnt, ist hier Boot Nightstop, das ist der dritte Link in der Videobeschreibung. Dort müsst ihr euch einfach hier in die Nominale Boot Nightstop. -1.4.zip herunterladen, nicht den NTR oder NTR-DevKit oder nur die DevKit.zip, sondern nur die ganz normale Version 1.4.zip. Dann könnt ihr auch entpacken. Die zwei Dateien hier müsst ihr nehmen, dann wieder auf eure SD-Karte gehen und verschiebt die dann hier in einen Boot 9 Scrub Ordner erstellt einander, falls er nicht existiert. Dann müsst ihr sie einfügen. Können dann hier aktualisieren, wenn eine neue Version draußen ist, dass ihr die neue Version habt. Dann habt ihr die zwei hier und dann ist das Ganze auch erledigt. Und was ihr noch braucht, ist hier Luma 3DS in der neuesten Version 13.0.1 in dem Video. Einfach hier die ZIP herunterladen. Auch entpacken. Dann habt ihr hier die Boot.firm, die könnt ihr nehmen. Auf eure SD-Karte schieben hier in den Root-Verzeichnis. Also da, wo ihr den Boot 9 Scrub-Ordner und so drin habt. Einfach hier einfügen. Wie ihr seht, habe ich da schon einen drauf, aber ich werde es jetzt erstmal hier setzen. Und dann könnt ihr eigentlich den 3DS wieder von der Datenverwaltung trennen und die SD-Karte auslassen und zurück in den 3DS stecken. Und dann geht es auch gleich am 3DS weiter. Also, bis gleich. So, am 3DS wieder ankommen, könnt ihr aus der Datenverwaltung hier rausgehen. Dann könnt ihr auch hier aus den Systemerstellungen rausgehen.
So, dann braucht er, wie gesagt, den Exploit, der den Home Run rausführen kann. Und dazu kann man zum Beispiel den PKX benutzen oder den Steel Exim über Steel Over Subforce. Aber im New Nintendo 3DS hat man aktuell noch den Brawsex hier. Ansonsten geht einfach, wie gesagt, hier oben in die Liste und schaut euch dort die Exploits an, die ich so gezeigt habe. In dem Fall werde ich jetzt hier den Super Skater X benutzen. Na, dann wird er schon der Expert ausgeführt. Wird schon Bildschirm gefeatzt und der Home Launcher wird ausgeführt. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder, wenn der Home Launcher geladen ist. Also, bis gleich. So, wenn der Home Launcher es geladen hat, scrollt ihr einfach hier runter in der Liste zum Buchstaben N, zum NIM DSP Hex. Da sehen wir auch schon. Man müsste es halt ausführen. Man sieht schon, da wird schon mit dem Bildschirm gefeatzt. Und der Safe Banner ist Installer wird gestartet. Dann könnt ihr auch schon hier die Tastenkombination eingeben. Einfach hier links, runter, rechts hoch und dann A. Dann könnt ihr auch mal A drücken, wenn alles grün unten ist, also wenn es Sackes war. Und dann kommt ihr auch schon hier in das Luma 3DS Konfigurationsmenü. Wählt ihr einfach, oh, das ist schon ausgewählt, Show Nand or User String System Settings und drückt dann Start, um das Ganze zu speichern. So, um das Ganze zu prüfen, geht ihr einfach hier in die Systemeinstellungen. Und wie ihr seht, steht das Sys 11.17.0-50 und das heißt, das Ganze hat erfolgreich funktioniert. Und dann könnt ihr auch schon oben in das nächste Video reinklicken. Dort zeige ich euch, wie ihr die Luma 3DS Kampf-Kastenfilmer konfigurieren könnt, damit ihr FBA und so im Home-Menü drin habt, um halt Homebrew-Kias und so installieren zu können. Einfach dort noch vorbeiklicken. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Tutorial gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht ist der Exploit ja was für dich und vielleicht auch nicht. Dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.